So, wir sind back. Kölle, Karriere und heute geht's ran gegen Hoffenheim und es schneit. Das ist extrem geil. Diesmal habe ich auch gutes Gefühl. Letztes Mal, als wir im Schnee gespielt haben, habe ich ja gesagt, im Schnee aktiviere ich den Golden Mode. Ging dann nach hinten los, aber diesmal glaube ich dran. Wir müssen zwar gegen Hoffenheim, die zurzeit vierter Platz sind. Das ist krass, finde ich. 27 Punkte haben die. Und ja, wie gesagt, Vierter. Wir sind gerade Zehnter und ja, das kracht. Zehnter Platz ist richtig scheiße. Diesmal wieder mit Top-Aufstellung. Letztes Mal haben wir ja... Das glaube ich nicht. Letztes Mal haben wir quasi ein Testspiel gehabt mit den Jugendspielern. Aber wieder Kilian, ey, das packe ich nicht. Wieder Kilian hier, ach du Scheiße, wenn der reingeht, dann ist doch auch schon wieder ein schlechtes Zeichen, aber der geht nicht rein. Meine Überkreuztaktik hat wieder zugeschlagen, aber wie krass war der geschossen. Der war richtig, ja, stramm, so richtig hart geschossen, aber für Timoren kein Problem. Und jetzt, also irgendwie spüre ich hier was, dass hier was geht, auch wenn die vierter Platz sind. Aber gegen die Guten waren wir immer ganz gut. Komischer Pass. Ging irgendwie genau zwischen zwei Spieler vor uns. Alter. Okay. So wie die passen. Geht's hier auf jeden Fall schon wieder richtig rund hier gleich. Alles klar. Alles klar, jo. Digga. Das habe ich ja instant kaum sehen, als die von hinten da so rausgepasst haben. Das ging schon hinten in deren Hälfte los, dass sie einfach so gepasst haben. Zack, zack. Okay, jetzt habe ich hier schon wieder ein ganz schlechtes Gefühl. Aber so plötzlich, auch vorher waren die richtig scheiße eigentlich, da die ersten 10 Minuten. Und dann fingen die auf einmal übel an zu passen. Jo. Oh, stark, Timo. Die waren so normal und dann auf einmal geht's richtig los hier. Easy Boy, komm. Ach du Scheiße, hier kracht's ja komplett. Digga, die Pässe. Ja, kann ich loslassen. Guck mal, was die für Pässe spielen. Egal, wohin die spielen. Ob da Spieler von uns stehen, die passen einfach hin, der kommt an. Kann ich ja komplett loslassen, schon wieder das Spiel hier. Oh, wir haben 150 Spiele für den FC gemacht mittlerweile. Oder, nee, war das für den FC oder allgemein? Wir haben ja auch, sind ja Ghana Trainer. Vielleicht zählt es da mit rein. Ja, nee, könnte schon 150 Spiele sein. Selke. Stark. Zimmermann maybe da oben. Schade, Günner. Er geht einfach weg. Perfekt, danke für nichts. Zimmermann, ja. Ist wieder schwer reinzukommen da. In den 16er. Jetzt vielleicht mal keins, ne. Ja, guck mal wie die... Jo, Digga, und Tor. So, wir haben Gündogan ausgewechselt, Meiner rein und wir haben Kainz und Meiner die Position gewechselt, also Meiner jetzt LM, Kainz ZOM, weil ich einfach keinen guten Ersatz hatte fürs ZOM, also eigentlich hätten wir Bittencourt noch, aber der ist mir ein bisschen zu langsam gerade, wir müssen hier nochmal richtig pushen, ich kann nicht mit 60 Tempo pushen, ich kann hier nur mit Meiner pushen! Direkt 1-1, Bing-Bong. Aber es wird definitiv nicht so bleiben. Hier wird noch Minimum ein Tor für Hoffenheim fallen. Wenn nicht, verstehe ich das Game einfach nicht. Weil die spielen so krass und schießen nur ein Tor. Und die anderen spielen krasser und schießen nicht so krass.
Ja, und das hält's auch direkt. Andere spielen nicht so krass und schießen dann da 5 Tore. Ah, es war klar. Nachdem sie so angefangen haben zu passen, wusste ich, das Ding ist over. Es ist so lächerlich. Ersten 10 Minuten waren die so kacke. Auf einmal fangen die da an zu mit ihren komischen Pässen. Ja, guck dir das mal an. Jeder Pass kommt an, ey. Die können hinpassen, egal wohin der Pass kommt durch. Erst spielen die Teams normal. Auf einmal kommen die da wieder mit den 200 km/h-Schüssen. Mit diesen krassen Pässen. Lächerlich ist es einfach nur. Schöner Schuss von Zimmermann. Sehr flach. Aber sehr gut. Digga, ihr fickt mich da weg. Wie der schon wieder den 200 km/h-Schuss ausgepackt hatte. Komm, Bittencourt, holen wir doch nochmal rein. Lächerlich, lächerlich, jeder Ball wieder zu den Gegnern hier am Rollen. Lächerlich einfach nur. Ich hab ihn safe und dann lässt sie den wieder so komisch springen, das ist so geisteskrank. Digga, was ist denn mit der Abwehr in den letzten Spielen los? Jedes Mal können die einfach dahin passen, wo die wollen, ey. Und das ist immer eine Lücke. Das ist so geisteskrank. Na klar, jetzt ist da auch wieder eine Lücke. Digga, ist das krass. Ist das krass. Ich weiß nicht, was hier schon wieder kam. Da wieder ein Undercover-Update oder so. Jetzt sind es nicht mehr die 200 km/h-Schüsse, sondern die Pässe, die überall einfach durchkommen. Ist das krass. Der macht da so einen laschen Hackenpass und der kommt einfach an. Ich weiß nicht, wo ist die Abwehr eigentlich? Da ist die ganze Zeit nur eine Person oder zwei. Wo ist die ganze Abwehr? Das verstehe ich nicht. Die machen einen Pass und da ist einfach keine Abwehr. Ist das krass schon wieder, ist das krass. Ein Pass und Abwehrspieler sind überlistet, sind einfach nicht da.